Hallo und herzlich willkommen zu diesem Heilfrequenz-Podcast. Bestimmt ist dir schon mal aufgefallen, dass du genau um 8.08 Uhr oder um 13.13 Uhr sowie um 21.21 Uhr auf die Uhr schaust? Genau um diese Darstellung der Spiegelzahlen und die Botschaft dahinter soll es in diesem Beitrag gehen. Falls du neu hier bist und noch nicht weißt, wie du die blockadenlösende Heilenergie, die in jedem Beitrag dieses Kanals eingebettet ist, für deine persönlichen Ziele und Heilung nutzen kannst, dann hör dir unbedingt das kurze Erklärvideo dazu an, das ich dir gleich hier oberhalb in der Infokarte und auch am Ende dieses Videos verlinke. Eine kurze Beschreibung findest du außerdem im Text unterhalb des Videos. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und heilsame Erkenntnisse. Bei klassischen Doppel- oder Mehrfachzahlen, die sich im Alltag häufig zeigen, kann man ja anhand der Numerologie immer eine Überleitung oder eine dahinterliegende Botschaft erkennen. Zum Beispiel siehst du ein Autokennzeichen vor dir mit vierfacher 7 oder es ergibt sich beim Einkaufen ein Betrag von 111,11 und so weiter. Dann macht es wirklich immer Sinn, zu deuten, wofür diese Zahlen stehen und was sie dir gerne mitteilen möchten. Die gespiegelten Uhrzeiten, um die es hier heute gehen soll, lassen sich natürlich auch zu Doppelzahlen umwandeln. Nehmen wir die 13.13 Uhr zum Beispiel, ergibt dann ja eine doppelte 4. Hier steckt natürlich die gleiche numerologische Qualität drinnen und das Universum nutzt es auf diese zusätzliche Weise, uns mit dieser Kommunikationsmethode über Zahlen vertrauter zu machen. Ich sehe bei mir zum Beispiel immer die passende Botschaft zu einem Thema, das mich im Hintergrund gerade beschäftigt. Oft macht es auch Sinn, sich zu fragen, woran man eben gerade in diesem Moment gedacht hat oder worüber man gesprochen hat, als einem diese Zahlenbotschaft aufgefallen ist. Ich führe diese zusätzliche Kommunikation mit der geistigen Welt bzw. dem Universum schon seit vielen, vielen Jahren und bin immer wieder aufs Neue verblüfft, wie schnell und treffsicher die Antworten auf diese zusätzliche Art und Weise daherkommen. Aber kennst du auch solche Tage, an denen sich dieses Phänomen der Doppeluhrzeiten dieser Spiegelzahlen beinahe fast stündlich wiederholt? Da blickst du genau in dem Moment aufs Handy, auf die Bildschirmuhr, die Wanduhr, die Armbanduhr, die Backofenuhr oder vielleicht auf die Uhr im Bus und so weiter. Nachdem mir das in der letzten Zeit so extrem oft aufgefallen ist und ich schon gar keine Zuordnung der Botschaften mehr für mich finden konnte, habe ich da mal explizit danach gefragt, was es damit auf sich hat. Dieses Phänomen, sofern man dem Beachtung schenkt und es jemandem als Zeichen und nicht eben einfach nur als ein interessanter Zufall auffällt, soll uns im Allgemeinen bestätigen, dass wir aktuell auf genau dem richtigen Weg sind. Dass wir darauf vertrauen können, dass sich unsere Schritte in Bezug auf unser Projekt, unser Vorhaben, auf eine Idee, die gerade entsteht oder einfach auf unsere Veränderungsabsicht hin zu 100% perfekt ineinander fügen werden. Also, dass wir hier wirklich auf der richtigen Spur sind. Es ist sozusagen der Push und die Schubkraft der geistigen Welt, die uns auf diese Weise bestärken möchte. Und auch zeigen möchte, dass wir immer geführt werden und diesen Weg, diese Idee, diesen Plan, den wir gerade im Hintergrund verfolgen oder aufbauen, unbedingt genau so weiterverfolgen sollen. Uns ja nicht wieder durch irgendetwas im Außen davon abbringen lassen sollen, sondern weiter gestärkt und unterstützt vorangehen. Diese Botschaft war so wunderschön und berührend für mich,
Ich war so ergriffen von der Intensität, mit der ich diese Worte und Energien empfangen habe. Ich wollte diese Botschaft bzw. Möglichkeit der Interpretation für dich auf diesem Wege unbedingt mit dir teilen. Je mehr du dich diesen Zeichen widmest, desto intensiver und präziser wird diese Art der Kommunikation in Zukunft für dich werden. Nicht nur über Zahlen, sondern auch über alle anderen Wege, Kanäle und Möglichkeiten, über die die geistige Welt mit dir sprechen kann. Und glaube mir, die geistige Welt überlegt sich wirklich die unglaublichsten Dinge, wenn es uns etwas mitzuteilen hat. Also sei jeden Tag offen und neugierig wie ein kleines Kind und freue dich auf die kleinen und großen Wunder und die Magie des täglichen Lebens. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du in den Kommentaren mitteilst, was so deine bewegendsten oder verblüffendsten Zeichen des Universums bisher waren oder welche speziellen Kommunikationswege du mit der geistigen Welt regelmäßig nutzt. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat und du mehr in diese Richtung von mir hören möchtest, dann lass mich das gerne wissen. Ich freue mich auch wie immer über einen Daumen hoch und auch wenn du diesen Kanal abonnierst, sowie die Glocke drückst, um kein Video mehr zu verpassen. Hab eine wundervolle und magische Zeit inzwischen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Karin.